Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport CO2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in der Nähe unseres Umschlagplatz ist vielleicht übertrieben, aber Güterbahnhof. Und ich habe ja noch ein paar Sachen gemacht, so wie ich es versprochen hatte. Nämlich das Ganze mal ein bisschen eingefärbt und hier ein paar Züge raufgestellt. Das sind Fake-Lokomotiven, die kann man relativ easy nutzen, indem man ihnen eine Linie zuweist und sie dann eben abbremst. Man sieht es hier, der wurde einfach angehalten. Und das hier, das sind einfach normale Assets, die kann man nicht mal anklicken. Ich denke, das belebt so einen Güterbahnhof dann doch und ich würde das in der Zukunft dann sicherlich öfters mal machen, zumal wir hier so ein schönes Depot haben. Hier müssen wir unbedingt noch Züge durchjagen. Hier, weil das ist ein Durchfahrtsgleis, so wie ich das verstehe. Da könnte man im Prinzip sogar diesen Schnellzug nehmen, den wir jetzt dann gleich mal nicht installieren. Nein, erst müssen wir die Strecke bauen. Das wäre doch eine Idee, das hängt aber ein bisschen davon ab, wo wir hier genau sind. Da haben wir Oberböser. Das müsste eigentlich schon gehen. Da müssen wir aber hier vorne wahrscheinlich mit den Gleisen nochmal was machen und mit der Brücke, weil sonst wird der hier massiv ausgebremst. Gleis haben wir hier auch eher langsames. Huch, da hüpft es sogar, je nachdem, was man für eine Kameraposition hat. Da eigentlich die Idee fände ich gut, aber auf der anderen Seite, ja, wir könnten es natürlich so machen. Wir stellen nochmal so ein Depot irgendwo hin. Und zwar dorthin, wo dann die Strecke durchgeht. Ich muss mal schnell gucken, diese Depots. Kann man da eventuell... Ich nehme es mal stark an, aber ich gucke jetzt trotzdem sicherheitshalber. 330 Meter. Was hatten wir hier? Das war die kürzere Variante. Kann man hier schnell... Tatsächlich, guck mal hier, 300 km/h. Ja, also das nutzen wir. Oder können wir das vielleicht sogar hier kurz ändern? Wenn ich hier konfigurieren mache. Moment, da müsste ich das Depot haben. Aha, geht nicht. Kann man das nicht nachträglich konfigurieren? Nee, da kann man nur Züge kaufen. Ja, es ist halt ein Depot. Von daher eigentlich logisch, dass man da nichts machen kann. Schade. Na gut, dann machen wir das wirklich so, dass wir irgendwo dann unterwegs noch so ein Depot hinstellen. Ich hoffe, ich denke dran. Sollen wir das schon mal hinstellen und gucken, dass wir da reinkommen? Nein, weil dann stelle ich es irgendwie hin und stelle dann fest, auf dem Weg dorthin, wir müssen das so machen, dass wir die 300 km/h haben mit den Gleisen. Oder die 330 sogar eben. Wir haben ja spezielles Gleis. Ne, das lasse ich. Weil eben, wir passen besser das Depot nachher an, anstatt das, was jetzt umgekehrt machen. Jetzt bin ich aber in die falsche Richtung gedüst. So, weil hier oben in Oberböser sind wir stehen geblieben. Hier mit diesem Hugel. Ich finde den irgendwie cool. Ich weiß auch nicht, der sieht irgendwie ungewöhnlich aus. Das hat so ein bisschen was von Australien. Den habe ich einfach mal, als ich die Map im Prinzip neu erstellt habe, mal so hier hingebastelt, um zu gucken, wie schnell man hier einen Hügel hinkriegt. Geht relativ zügig. Ja, Seilbahn oder so. Irgendwie Ausflugsziel. Eine Kirche hier oben. Das wäre schon mal wichtig. Wisst ihr was? Das machen wir gleich mal. Also die Kirche. Da haben wir nochmal was. Nochmal eine neue Mod. Wobei so neu ist die nicht mehr. Das glaube ich relativ deutlich zu erkennen. Kollege Space Shuttle. Ja, werden wir auch noch nehmen. Aber jetzt brauchen wir erstmal eine Kirche. Ich weiß nicht, ob die Space Shuttle hier oben viel Sinn machen würde. Ich denke, so eine schöne Kirche, die macht mehr Sinn. Und zwar gerne in groß. Das lassen wir mal selber rumbasteln, wollen wir nicht. Wir wollen einfach eine große Kirche haben. Was passt am besten auf einen Berg rauf? Wir hatten so eine ganz spezielle. Die sieht schon mal klasse aus. Die ist auch. Ja, die sind halt alle sehr schön. Das ist halt für mich, ich weiß auch nicht warum, am ehesten so eine Bergkirche. Ja, nehmen wir die hier. Und richten die mal aus, beziehungsweise hier haben wir die Größe. Terrangleichung lassen wir. Wo soll die hingucken? Vielleicht sogar hier vorne. Das hat halt ein bisschen was von der Burg, das Ding. Deswegen wahrscheinlich, dass ich finde, die passt relativ gut hier rauf. Oder machen sie hier hin. So, mehr machen wir jetzt noch gar nicht. Das wird das Wahrzeichen von Oberböser. Und da geht mit Sicherheit irgendwann eine Seilbahn rauf und vielleicht noch eine Straße hier außenrum. Das würde ich jetzt aber noch lassen, weil ich möchte jetzt tatsächlich an dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke weiter basteln. Wir schnappen uns ein Gleis. Der Marke feste Fahrbahn war es, glaube ich. Jawohl. Ja, nee, das ist was anderes. Hatte ich das vorher? Ja, aber was ist denn der Unterschied? Genau nochmal. Gleise für Schnellfahrstrecken der DB 330. Aha, feste Fahrbahn. 2 Meter. Ach, das Teil ist ein bisschen breiter. Okay, ja, bleiben wir bei der hier. Damit das irgendwie nicht dann plötzlich komisch aussieht. Wo wollen wir hin? Quer rüber, haben wir gesagt. Das ist eine lange Strecke. Nach hier oben, nach Putzbrunn war, glaube ich, die Idee. Weil das liegt halt ganz einfach in der Ecke. Das macht am meisten Sinn. Das heißt, wir müssten hier zu einer, ja sagen wir mal, sanften Kurve ansetzen. Aber natürlich immer mit den 330. Das lassen wir uns nicht nehmen. Zur Not gehen wir in die Höhe oder wir gehen unten durch.
Das ist mir dann Schnuppe. Was wir aber natürlich auch machen können, auch mit diesen Gleisen, dass wir hier die Paralleltracks aktivieren. Dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Jawohl, das klappt sogar. Die 330 müssen wir haben. Jawohl. Und da gibt es hier bereits die erste Brücke. Sehe ich das soweit richtig? Jawohl. Irgendwie wäre es noch schön durch eine Stadt durch. Allerdings, da müssen wir halt auch wieder das Ganze so machen, dass wir die 330 haben. Oder vielleicht sogar hier an der Kaserne noch vorbei, damit wir die auch noch sehen. Ich frage mich, nee, wisst ihr was, ich wollte gerade sagen, ob wir nicht vielleicht auf die 330 verzichten und dafür ein bisschen Sightseeing machen. Aber das machen wir mit einem anderen Zug, würde ich vorschlagen. Hier machen wir wirklich die Schnellzugstrecke und dann machen wir aber noch nicht gerade einen Bummelzug, aber irgendwie was, was ein bisschen langsamer fährt. Wo wir sicher hier an der Kaserne vorbeifahren und eben, wir machen ja noch so einen Raketenabsprung, Absprung vor allem, so ein Raketenabflugteil. Und dort werden wir dann den Zug auch vorbeischicken. Machen wir es mal so. Dann hier lang. Dann hier die Höhe. Ich hoffe, ich kriege das so hin, dass wir die 330 behalten. 320. Aha. Okay, du bist aber auch die falsche Brücke. Da haben wir die 330. Da haben wir wieder 320. Interessant. Da haben wir 330. Nehmen wir dich. Ist das halbwegs so ausgerichtet? Ich würde sagen, nein. Da haben wir ja so einen Schlenker drin. Und ich kann es, Moment, ich kann es ja hier noch ein bisschen drehen. Wenn ich Kollege Knubbel erwische. Da ist der Knubbel. Bringt das was? Ja, plus minus. Ich baue es mal und gucke. Vielleicht nochmal ein bisschen rüber. So, sonst reißt es halt wieder ab. Und machen es neu. Da rein. 3,30. Doch, das geht. Zack, zweites Gleis. Funktioniert nicht, weil da oben ist schon ein zweites Gleis. Das machen wir so. Auch 3,30, sehr gut. Aktivieren das gleich wieder. Und hier geht es dann relativ zügig wieder runter. Oder wir könnten natürlich die Höhe auch noch ein bisschen behalten. So ist es nicht. Dann ging es hier wieder rüber. Hier ging es rüber. Nicht nur hier ein Städtchen. Oder wir düsen hier oben durch. Können wir das? Dann müssen wir hier dann nochmal zum Bogen ansetzen. Oh ja. Oh Gott, ja, das ist noch relativ weit. Wir müssen eigentlich früher eine Kurve machen. Wo war mein Gleis? Hier hinten. Ja, im Prinzip müssen wir hier durch. Würde ja dann doch noch an der Kaserne vorbeiführen. Vielleicht hier durch leer durch. Und dann hier irgendwie mit einer Brücke rüber. Irgendwo hier. Und dann hier oben. Nach da hinten wieder mit einer Kurve. Ja, weil wir sollten schon irgendwo durch, wo wir nicht allzu breit sind. Im Sinne, ja, des Sees, den wir zu überbrücken haben. Und das wäre halt schon wahrscheinlich irgendwo hier. Wir könnten natürlich auch an Cuxhaven noch vorbei. Ach, wir könnten noch vieles. Wir müssen uns nur für irgendwas entscheiden. Das ist ein bisschen das Problem. Aber die Kaserne mitnehmen? Warum nicht? Würde heißen, wir gucken hier mal. Wenn ich den Knubbel nochmal erwische. 3,30 hätten wir. Aber ich möchte die Höhe eigentlich nicht unbedingt haben. Gehen wir runter. So, das heißt, wir gehen hier wieder zurück. Gucken wieder wegen den 3,30. Wäre dann so. Aufgeschüttet ist eh fast cooler. Machen wir das mal. Ja, dann verlieren wir aber das Tempo. So, so wäre es okay. Brauche ich mal. Zweites Gleis hat funktioniert. Hat hier auch angesnappt. Und jetzt gefällt mir hier die Farbe nicht so massiv, beziehungsweise die Farbe würde noch gehen. Aber, da machen wir Bäumchen hin. Und zwar jetzt und nicht nachher. Weil sonst geht's vergessen. Ich kenne mich. Die Bäumchen. Da, einmal Bäumchen. Zack. Bisschen größer. Machen wir den hier. Ich werde die Gleise natürlich gleich wieder befreien. Das ist klar. So, hier ein bisschen so noch. Hier noch ein bisschen die Richtung. Dann können wir das noch verbinden. Dann gehört das sozusagen zusammen. Und dann hätten wir es schon. Haben wir jetzt hier Bäumchen im Weg? Nein. Wir machen hier kleiner Schienengröße. Genau. Ne, da ist alles okay. Aber hier muss ich kurz durchwischen sozusagen. Ja, da hinten haben wir nichts gemacht, dann kann dort auch nichts sein. Aber hier haben wir noch ein paar Bäume im Weg. Ja, passt schon. Sieht doch gleich viel besser aus, wenn wir einfach diesen braunen Klumpen haben. Wobei das Bäumchen hier, das steht auch gewagt. So, kommt auch weg. Sehen wir hier nochmal einzeln was hin. Passt das? Ja, das passt ungefähr, würde ich sagen. Mischwald. Mit verschiedenen Bäumen.
Sehr gut. Also hier wird dann durchgeröstet. Und das ist dann ja wirklich ein Rösten. So, Schiene. Ja, nicht in den Tunnel rein. Wir müssen hier wieder ein bisschen Höhe haben. So, hier irgendwo. Da gibt es tatsächlich einen Tunnel. Nein, das möchte ich nicht. Wir machen das so. Okay. Wenn ich runtergehe, haben wir einen Tunnel. Ja, ja. Ne, machen wir es so. Und jetzt hier. Haben wir die 300? Jetzt habe ich vor lauter rauf und runter nicht aufs Tempo geachtet. Aber das können wir natürlich auch relativ schnell kontrollieren. Wenn ich den Reiter finde. 330, 330, 330, 330. Doch, doch. Selbst mit einer relativ ordentlichen Kurve. Können wir hier das Tempo noch halten. Sehr gut. Hier hinten haben wir nochmal eine Brücke. Da könnten wir das Ganze so machen, dass wir hier schon mal die Höhe haben. Und das Ganze so machen, dass wir nicht eine Gerade rüberziehen. Also eine gerade Brücke ist es dann ja sowieso. Ich mach mal. Sonst, wie gesagt, ich baue das natürlich alles unter dem Vorbehalt, dass wenn es mir nicht gefällt, wird es wieder gekappt. Warum haben wir jetzt hier 320? Weil die Brücke wieder entsprechend falsch ist. Ja, so wird es passen. Ja, heute die 320. Ich möchte nicht, dass das Tempo reduziert wird. 320. 180. Aha, interessant. Das wäre natürlich schon nochmal eine Killerbrücke, aber ja, nicht, wenn sie uns hier tatsächlich runterbremst. Ne, fände ich schade. Es sind zwar nur 10 km/h. Ja, da sollen wir es trotzdem machen, weil wenn hier natürlich ein Schnellzug rüberdüst und 320 ist er dann doch relativ schnell. Wir machen das. Okay, wir bremsen den halt hier ein bisschen. Schicken dich irgendwie so rüber. Das wäre dann 330, 320, 320. Okay. Und dann geht es hier lang. Komme ich da sogar ein bisschen? Da komme ich sogar ein bisschen in die Kaserne rein. Guck mal. Ja, machen wir. Das gefällt mir. Oh nee, das gefällt mir nicht. Wir haben da nur 249. Wenn ich die 320 möchte, muss ich tatsächlich so bauen. Machen wir mal und wir bleiben auf der Brücke. Allerdings, jetzt darf ich natürlich nicht vergessen, wir haben noch ein zweites Gleis. Ich baue es mal und gucke, ob das überhaupt geht. Ja, hier ist es genau falsch rum. Echt jetzt? Okay, das können wir aber nochmal kurz ändern. Indem wir das einfach nochmal kurz machen. Ja, das off. Da rein, 330. Ist genau das falsche Gleis. Ist das richtig? Das ist ja nur ein Gleis. Was habe ich denn jetzt gemacht? Naja gut, dann passt es ja. Wie sieht es hier hinten aus? Genau. Dort ist es zweigleisig. Passt hier die 330, dann die 320 wegen der Brücke. Und dann hier rein. Und schon haben wir es hier zweigleisig. Können das wieder installieren. So wird es gehen. Und dann kämen wir hier wieder runter. Ja, kann man machen, denke ich. Wenn hier der Schnellzug rüberdüst. Dann sehen wir hier tatsächlich nochmal auf die Kaserne runter. Das ist doch okay. Gut, wo kommen wir denn hin, wenn wir so bauen? Das wäre nicht schlecht. Guck mal, hier ist tatsächlich der Fluss noch relativ schmal. Das heißt, hier kämen wir gut drüber. Würde für mich heißen, hier rechts am Bauernhof vorbei. Und hier gehen wir runter. Kann ich das vielleicht noch aufschütten? Kaum. Ich versuche es trotzdem. Doch, ab hier. Nee, ich finde die Brücke fast interessanter. Machen wir die Brücke wieder. Hier unten war sie. Genau, 320, 320. Und ab hier können wir dann im Prinzip der volle Pulle fahren. Okay. Zweites Gleis haben wir auch. Passt. Hier haben wir eine Straße. Das heißt, zack. Sträßchen muss weg. Zumindest für den Moment. Und wieso? Dann können wir hier rechts dran vorbei. Nur so machen. Zack, okay, zweites Gleis haben wir auch schon. Jetzt sind wir hier ein bisschen in der Grube unten. Finde ich gut, weil dann können wir hier die Brücke relativ easy rüberziehen. Ja, eine Überlandstraße wäre das. Eigentlich wäre es die hier. Ja, nehmen wir die. Machen hier aber noch die Kurve rein. Irgendwie so. Jetzt ein bisschen mit M. Und schon haben wir die Brücke. Ja, machen wir eine andere. Nein, das... nein. Das geht nicht. Das würde gehen. Das wäre im Prinzip die Autobahnbrücke. Ja, die hat halt immer wieder was hier, diese. Oder vielleicht... Moment. Ich weiß, dann haben wir die ein bisschen oft genutzt. Aber irgendwie wäre es auch noch cool von der Eisenbahnbrücke, die so gestaltet ist, hier auf die rauf.
Der Pfeiler steht natürlich eher unglücklich. Ich weiß nicht, ob ich den noch verschieben kann. Ich baue das mal. So, schnapp mir ein Gleis. Und das scheint zu klappen, dass der verschoben wird. Oh, jetzt ist er da hinten. Kriege ich dich auch noch weg? Aber nicht, dass es dann komisch aussieht ohne Pfeiler. Das möchte ich ja nicht. Nee, das geht nicht. Aber der steht auch nicht zu nah dran. Ja, ein bisschen vielleicht schon. Also es ist halt nicht ganz ungefährlich. Nimm dich mal weg. Ja, gefällt mir nicht. Wenn es hier irgendwie dann so tricky ist. Vor allem das Ding, das fliegt fast ein bisschen. Nee. Nee, gefällt mir nicht. Okay, machen wir hier eine Standardbrücke. So, dass wir mit den Pfeilern auf der sicheren Seite sind. Das wäre irgendwo schade, aber wir haben die Brücke ja eh schon jetzt bei der Bahn. Hier, das wäre natürlich cool, weil da haben wir gar keine Pfeiler. Wie sieht es bei dir aus? Interessant, ohne die Bögen obendran, weil das Ding wahrscheinlich zu kurz ist. Das hat halt ein bisschen was Industriemäßiges. Es geht hier ja aber auch zur Industrie. Ich mach das mal. Kann ich da noch was einstellen? Busspuren brauchen wir nicht. So, wenn wir hier durchdüsen. Ja, das kann man machen. Also, dann wären wir eh schon hier hinten angekommen. Zweites Gleis ist aktiviert. Moment, machen wir es anders. Klappen dich nochmal. So, 3,30. Dann passt das hier. Ne, passt eben nicht. Zack. Echt nochmal eine Brücke oder nochmal aufgeschüttet? Ja, ich würde es nochmal aufschütten. Darunter ist ja nichts. Das Tempo ist gut. Wir müssen aber tatsächlich in die Richtung ein bisschen. Doch noch eine Brücke. Wo möchte ich denn jetzt noch eine Brücke haben? Hä? Hier ist doch alles aufgeschüttet. Da fragt er nach einer Brücke. Ja, wir haben der... Ja, okay, na ist klar. Wir haben das Aufgeschüttete ja eingestellt. Deswegen, das hatte schon seine Richtigkeit. Gut, weiterziehen den Spaß. Sagen wir mal. Zack, diesen. Ja, mit dem geht's nicht. Da haben wir einen Tunnel. Ich möchte Tunnels vermeiden. Ich möchte den Zug sehen. Ja, 3,30. Hier haben wir dann wieder Gleis und Straße. Ja, einfach wieder mit einer Brücke rüber. Hilft ja nichts. Also, ziehen wir das mal noch ein bisschen weiter. Dann kämen wir bereits auf eine Brücke. Wenn ich es nochmal runternehme, dann sind wir tatsächlich wieder hier. Also, machen wir es anders. Ziehen es zurück. Sagen wir hier hin. 3,30, 3,30. Gefällt mir. Jawohl. Zweites Gleis folgt unauffällig. Und wenn wir es jetzt so machen, haben wir halt eine Raketenabschussrampe. Und so wird es wahrscheinlich nicht wirklich schön gerade. Wir können ja mal schnell gucken. Ja, es würde eigentlich gehen. Wäre jetzt kein Ding. Ist natürlich die falsche Brücke, weil die bremst uns massiv. Wo hat man denn gleich nochmal die 3,30er? Oder ist das wegen der Kurve, dass es bremst? Nee, 3,20. Da haben wir die 3,30. Kann man machen. Ist natürlich relativ teuer. Würde mir aber gefallen. Hier so rüberdüsen, über die Güterzüge rüber. Das ist in Ordnung. Und jetzt können wir hier eigentlich gleich mal auf der Höhe bleiben. Zweites Gleis haben wir auch wieder. Weil da vorne kommt ja der Fluss. Eine Straße haben wir hier auch noch. Ich guck gleich mal. Ja, das, was mir jetzt hier nicht gefällt, ist die Straße. Ansonsten fände ich es okay. Das ist mit viel Schwung hier rüber. Dann sind wir dann hier oben. Und da müssen wir nochmal weiter rauf. Ja, wir gehen hier nochmal an dem Ding vorbei. Und machen das so. Ich mache aber hier erstmal die Straße weg. So, schnapp mir doch mal Gleis. Wo waren wir? Hier hinten. So, hier rüber. Jetzt haben wir aber die Brücke nicht mehr. Wenn ich M mache, dann haben wir sie wieder. Also M mache ich nicht, sondern M drücke ich. Beziehungsweise hier vorne stimmt sie auch nicht. Da müssen wir das so haben. So, 3,30, 3,30. Es ist halbwegs gerade. Geht hier über die Straße rüber. Würde passen. Jetzt habe ich aber... Habe ich nicht irgendwo gerade noch die Straße gekappt? War das in einem anderen Video? War das in einem Stream? Ich dachte doch, ich hätte gerade... Oder wollte ich nur? Nee, ich habe doch wirklich... Ich weiß doch, dass ich immer eine Straße gekappt habe. War das hier hinten? Ja, da habe ich die Brücke hingemacht. Das passt. Hier ist Gleis. Hier ist Straße. Hier ist auch Straße.
Hier oben, jetzt, genau. Ich wusste doch. Jetzt dachte ich, welchen Momentchen, Herr Heisenberg, im Ernst jetzt? Das gibt's doch nicht. Oder habe ich das wirklich irgendwo anders gemacht? Nee, die habe ich hier gekappt, die Straße. Das heißt, die kriegen sie jetzt gleich zurück. Wenn wir jetzt hier lang düsen, dann werden die Felder entfernt. Damit kann ich leben. Das ist egal, da würde ich jetzt die Höhe nicht nochmal künstlich sozusagen generieren. Nein. Immer runter, zack. Zwei Gleise haben wir wieder, passt. Und die Straße, die fehlt. Ja, aber da können wir tatsächlich unter der Brücke durch. Da müssen wir das Ganze nur ein bisschen anders anlegen. Ja, die hier. Da, schon passt. Und dann schwingt sich das hier so rauf. Zack, passt. Ebenfalls. Jawohl, schöne Brücke. Und hier fährt ja dann eben der Schnellzug durch. Das muss ich, glaube ich, nicht nochmal sagen. Allzu weit ist es nicht mehr. Ein paar Meter haben wir aber noch. Wenn wir so hier rüber düsen. Beziehungsweise so. Da oben haben wir Hohenziat. Wollten wir nach Hohenziat? Eigentlich schon. Ne, ich habe eigentlich Putzbrunn gesagt. Aber dann hätten wir ja nur sozusagen hier unten, dass wir durchdüsen. Die Idee war ja schon. Da müsste aber hier hinten oben. Oh. Ne, Moment, jetzt habe ich aber irgendwie... Wo sind wir denn losgefahren? Hier hinten, Oberböser. Wir düsen hier rüber. Doch, das passt aber schon. Das hier ist Oberböser. Definitiv, hier quer rüber. Doch, wäre dann eben doch Putzbrunn. Also, doch, das hatte schon seine Richtigkeit. Aber das heißt eben, wir müssen in die Richtung. 3,30, okay, würde passen. Eine Brücke. Ich glaube, hier kommt man mit dem Schiff nicht mehr unten durch, wenn ich hier eine Brücke nehme. Ja, doch, man kommt noch unten durch. Aber auch hier bräuchte ich die 300er Brücke. Oder 330. Ja, ist auch in Ordnung. Bauen wir gleich mal. Wieder zweigleisig. Nein, das hat nicht geklappt. Das Teil raus. Zack, hier rüber. Zack, hier rein. Und jetzt überlege ich mir gerade... Wisst ihr was? Wir machen hier ein kleines Break, weil sonst sind wir wirklich die ganze Folge über einfach am Gleise verlegen. Das ist zwar auch cool, weil wir machen das ja auch aus einem bestimmten Grund. Wir wollen hier den Schnellzug dann haben. Aber jetzt machen wir hier sozusagen ein kleines Break und gehen nochmal nach Oberböser und gucken, dass wir dort die Kirche irgendwie schön hinkriegen. Weil dann haben wir wenigstens ein bisschen Abwechslung. Ich hoffe, das ist in eurem Sinn. Gut, also dann gucken wir mal, wie wir hier, ja nicht gleich mit einer Seilbahn, aber zumindest mit einer Straße hier raufkommen und da noch Busse installieren. Das würde ich gerne machen. Jetzt muss ich schnell schauen. Die Straßen, da brauche ich die eigentlich alle. Weil irgendwo haben wir noch so eine Art Feldweg. Wo haben wir denn die Feldwege? Nein, das war es nicht. Das war es auch nicht. Das ist die Autobahn. Hier, das wäre so eine Art. Das wäre irgendwie sowas. Und das wären die Parkplätze. Jetzt finde ich die so gerade nicht. Wo habe ich die denn gehabt? Ja, sonst nehmen wir die hier. Wie sieht das aus, wenn wir mit der arbeiten? Ja, ist eigentlich auch eine normale Straße. Hier oben vielleicht irgendwie so einen kleinen Platz. Wir machen das dann noch ein bisschen, dass wir es bemalen und mit Bäumen verzieren. So, hier quer runter. Also quer runter ist gut. Und dann irgendwie hier runter schlängeln. Oder hier lang oder hier rüber. Muss mal gucken, wie das am besten wäre. Doch, wenn wir hier dann so runtergehen, müsste es eigentlich gehen. Gibt das nicht mal eine Brücke hier? Ich hätte es lieber mit einer Brücke, muss ich gestehen. Und da vielleicht sogar irgendwie so eine Holzbrücke. Ja, mit Schnee bringt es nicht. Oder was haben wir sonst noch an Brücken? Ja, das sind die Steinbrücke. Aber guck mal, die Steinbrücke hat echt irgendwie einen an der Waffel. Das gibt's doch nicht. Warum stimmt denn die nicht mehr? Ich habe da nichts dran geändert. Die wird irgendwie nicht mehr korrekt dargestellt, die Brücke. Die Holzbrücke, die hätte durchaus was. So, hier mit dem, mit der Kirche hier oben. Vielleicht hier sogar noch Wasser unten drunter. Das wäre natürlich auch noch nett. Jetzt aber gucken, wie wir hier runterkommen. Relativ easy. In die Richtung mit einem Tunnel? Nein. Hier haben wir auch einen Tunnel. Ich würde das so machen. Dann irgendwie so ein bisschen runterschwingen. Gerne nochmal mit einer Brücke. Und gerne nochmal mit der Brücke. Und dann düsen wir hier lang. Und dann geht es in Richtung Oberböser. Und dann machen wir hier einen schönen Bus, der da rauf düst. Machen wir eine Straße hier hinten. Zack, docken wir hier an oder düse hier rein.
Okay, das würde schon mal funktionieren. Jetzt würde ich hier gerne das Ganze entsprechend ganz kurz noch bemalen. Maltools. Womit? Ja, irgendwie so. Was haben wir denn hier? Kies, Waldboden. Ich finde, das sollte irgendwie schon bearbeitet wirken. Waves, Paving, Stonebright. Ne, sieht aus wie Schnee. Sieht auch aus wie Schnee. Kies. Ja, dann sieht es aus wie Fels. Das ist okay. Dann sieht es fast ein bisschen unbearbeitet aus, das Ganze. So, ist einfach auf Fels massiv drauf. Auch noch ein bisschen. Okay, gut. Ja, ich denke, Bäume würden hier vor allem noch fehlen. Und Essetzler Baum. Da haben wir doch die Bäume. Nehmen wir mal die hier. Nehmen davon eine ganze Ladung. Weil damit kann man immer auf die Schnelle was machen, was relativ gut aussieht. Nicht, dass ich jetzt unbedingt auf die Schnelle immer was machen möchte. Man kann sich auch mal Zeit lassen. Das habe ich eigentlich gemacht bei dem Güterbahnhof. Aber jetzt hier. Ich meine, wir sind in der Höhe. Ich denke, da schaden Bäume definitiv nicht. Kann ich noch ein paar mehr haben? Dankeschön. So, mal noch kurz Bäumchen wechseln. Hinten noch ein bisschen was. Und dann passt das im Groben. Hier die alte Kirche von Oberböser. Gut, was fehlt? Ich guck mal schnell. Eine Bushaltestelle, Gebäude. Irgendwas Kleines müsste das sein, ganz klar. Wir haben doch, glaube ich, irgendwo noch so eine kleine Schmucke Bushaltestelle gehabt. Wo war die denn? Die hier zum Beispiel. Oder die. Oder die. Das ist natürlich auch ein nettes Teil. Und jetzt müssen wir aber noch drauf achten. Beziehungsweise gucken. Die drehen dann hier natürlich wieder auf der Straße. Wo geht das hin? Ich würde sagen zum Bahnhof. Und hier unten darf es gerne ein bisschen was Moderneres sein. Hier rüber, hier lang. Und hier müssen sie halt auch wieder drehen. Hier haben wir die Straße schon mal so gemacht. Beziehungsweise ich glaube, das war sogar die KI. Wir machen das mal anders. Und machen hier... Ich hätte gerne so ein Schlaufensystem, wenn man dem so sagen will. Zum Beispiel sowas in der Richtung. So, hier rein. Ja, dann kommen wir dort nämlich auch mit den Gleisen noch raus. Und das ist eben das, was ich eigentlich bei der Kirche oben dann selber noch schnell mache. So, kriege ich das hin, ohne dass wir hier alles verschandeln? Das ist natürlich ein bisschen die Frage. Irgendwie so wieder runter? Doch, doch. Das funktioniert. Also, schnell eine neue Linie. Fliegt das Ding hier oben jetzt ein bisschen? Nein. Ich dachte gerade für ein kurzes Momentchen, dass das fliegt. Dem ist aber nicht so. Funktioniert. Das wäre dann Oberböser Kirchenausflugsbus. Nennen wir den mal so. Oberböser ist ganz neu hier. Das heißt, wir haben noch kein Depot. Ich möchte hier aber auch kein riesiges Depot haben. Das kann ich gleich mal vorne wegschicken. Dann irgendwas, ja zum Beispiel das alte hier, warum auch nicht? Beziehungsweise nicht Straßenbahn, sondern wenn, dann natürlich Straßenfahrzeug. Wenn wir dich hier neben die Schlaufe setzen, dann hat das doch eh gleich was. Zack, okay, passt. Wer fährt da hoch? Das wäre vielleicht fast schon ein bisschen was für Kutschen. Das hatten wir aber alles schon, dass wir mit Kutschen nach Oberböser fuhren. Ich würde hier... Ja, sowas zum Beispiel, so ein Ford-Modell, so ein altes Teil hier. Das ist doch was. Und hier saurer Bader lang. Aha, okay, 30 km/h. Wir nehmen mal die hier. Also davon mal zwei Stück, die kaufen wir. Dann hätte ich gerne davon zwei Stück. Und hätte gerne zum Beispiel vom Alpenwagen, das passt ja sowieso perfekt. Machen wir hier nochmal zwei Stück. Kaufen. Und dann machen wir hier nochmal Alpenwagen, eine andere Variante. Verdeck offen mit Anhänger Arato. Nehmen wir mal ein. Zack, sehr gut. Oberböser Kirchenausflug, die Linie. Und schon haben wir das und jetzt gucken wir, was hier rauskommt. Beziehungsweise wir würden gucken, wenn wir nicht gerade einen Autosave hätten. Aber das ist ja schnell vorbei. Aha, ich glaube, die sind auch von Seamon, die Teile. Sieht doch nett aus. Und eben, das hat ein bisschen diesen dörflichen Charakter. Das Ganze, so wie wir eben eigentlich Oberböser haben wollen. Auch wenn jetzt hier dann der Schnellzug startet. Dafür haben wir aber ja extra den zweiten Bahnhof gemacht. Eigentlich ist das hier der Bahnhof von Oberböser. Wir steigen mal ein. Mal gucken, was haben wir hier für Kameras.
keine. Das heißt, das müsste man wieder manuell machen. Hm, hab's gleich. Zum Beispiel so. Tag, Kollegen. Da hinten sieht man in der Ferne eigentlich die Kirche schon. Jawohl, da oben. Moment, da. Da haben wir sie. Dort geht's jetzt hin mit den Fahrzeugen. Sehr schön. Gut, gefällt mir. Ging relativ schnell. Morgen werden wir natürlich weitermachen bei der Schnellzugstrecke. Und jetzt für heute verabschieden wir uns aber mit der Vergangenheit sozusagen hier aus Oberbösa. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.